Sie haben in den vergangenen Wochen Timo Boll geschlagen, haben gegen den Weltmeister Zhang Yike ein richtig gutes Match gemacht bei den Austrian Open und nur 2-4 verloren. Da dürfte man mit nicht ganz unbescheidenen Zielsetzungen zur Europameisterschaft fahren, oder? Ja, müssen wir realistisch bleiben. Aber ich glaube, in der Form, in der ich mich momentan befinde, brauche ich eigentlich vor keinem Gegner Angst haben. Und natürlich gibt es da wirklich sehr, sehr viele gute Gegner bei einer EM, gegen die man auch verlieren kann. Und aber ja, wie gesagt, ich gehe das sehr optimistisch, realistisch an und freue mich auf die EM. Und ich glaube, da ist vieles möglich. Und wenn man sich an so knappe Niederlagen in den vergangenen Jahren erinnert, ich glaube 9-11 im Entscheidungssatz gegen Samsonov und solche Geschichten, ist die Zeit doch eigentlich mal reif für eine Einzelmedaille, oder? Ja, das wäre schon ganz schön. Also es ist schon so ein kleiner Traum auch, der hoffe ich irgendwann in Erfüllung geht. Ja, also mein Gott, wenn es dieses Mal nicht klappt, es gibt ja öfter eine EM. Also ich mache mir da keinen Druck jetzt von der Seite auch. Ja, da ich dann, glaube ich, 1-4 gesetzt bin, ja, wo man eigentlich eine bessere Ausgangsposition hat, um eine Medaille zu erreichen. Aber ja, das spielt eigentlich keine wichtige Rolle für mich. Über allem schwebt natürlich auch Olympia und mit einer guten Europameisterschaft kann man da seine Ausgangsposition ja möglicherweise auch noch ein wenig verbessern. Wie sehen Sie im Moment da so das Rennen? Christian Süß hat dieses große Pech mit der Verletzung dazu bekommen, sodass man sagen kann, dass es für ihn wohl sehr schwierig werden wird und dann wohl eher auf ein Duell zwischen Ihnen und Patrick Baum hinausläuft, oder? Ja, klar. Es ist ein Kampf jetzt, wo man jeden Punkt braucht und um jeden Punkt kämpft. Aber auch da versuche ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken zu machen, sondern versuche mich einfach auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Und ja, das klappt momentan auch sehr gut. Und ich glaube, das ist für mich der richtige Weg, um ja, an das große Ziel Olympia dann ranzukommen auch. Sie haben sich ja in den letzten Jahren bei Nominierungen nicht immer hundertprozentig fair behandelt gefühlt und das auch geäußert, dass da möglicherweise andere Spieler oder auch aus anderen Vereinen kommende Spieler ein anderes Standing haben. Glauben Sie, dass sich das verändert hat, dass es jetzt wirklich ein offenes Rennen ist oder wie schätzen Sie diese Situation ein? Ja gut, das sind Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Ich versuche meine Leistung zu bringen, mich auf Tischtennis zu konzentrieren. Was dann passiert, das kann ich nicht beeinflussen und will mir da auch nicht zu viel Gedanken machen. Aber ich glaube, wenn ich weiterhin so gut spiele, dann habe ich gute Chancen. Alles klar. Vielen Dank, Bastian Steger. Alles Gute für die EM. Ja.